Ja, ich denke, Gesundheit ist nicht selbstverständlich. Und als jetzt auch Verantwortlicher für doch ein paar Mitarbeitende, denke ich, ist es wichtig, möglichst die Bedingungen zu schaffen, dass die Gesundheit möglichst lange erhalten bleibt und die Bedingungen am Arbeitsplatz so sind, dass sich die Mitarbeitenden wohlfühlen und auch gern zum Arbeiten kommen, in der Hoffnung, dass das dazu beiträgt, eben möglichst lange gesund zu bleiben. Ich war jetzt gerade im Gesundheitscoaching und habe da einige Anregungen auch jetzt für mich selber mitgenommen, aber die sich dann hoffentlich auch gut auf die Mitarbeitenden auswirken, einfach im Umgang miteinander. Ich denke, es geht vor allem so um das offene Miteinander, dass wir dann Sachen auch ansprechen, wenn es irgendwo der Schuh drückt und es irgendwo klemmt, dass auch Konflikte so angesprochen werden, bevor sie übermächtig werden und dann zu unlösbaren Problemen werden.